hauen. Eieieiei. Das ist natürlich nicht so schön, aber wir können es ja immer noch selber heilen, von daher ist es in Ordnung. Gut, genau, da waren wir vorhin. Klippeneber. Was hat das denn? Das sah ja krass aus. So, so, so. Und ein Eberrippchen brauchen wir noch. Und dann müssen wir nochmal gucken, wo wir das Malz herkriegen. Ah, ich finde das so cool mit der Stimmung. So. Sehr gut. Zack und zack. Gut, jetzt brauchen wir noch Folgendes. Ach gut, ich würde sagen, wir bleiben nochmal hier, weil wir ja noch zwei Quests haben. Dann nehme ich die lieber an und mache das nachher. So, ein neuer Souvenir, ein neuer Souvenir-Lieferant. Je weniger Worte wir über die Krüge vom letzten Jahr verlieren, je besser, Sibi. Ich kann euch sagen, die letzten Lieferanten, das waren zwielichtige Typen. Letztendlich hat sich herausgestellt, dass sie in irgendwelche Kultisten-Aktivitäten verwickelt waren. Mit Leuten, die versuchen, die Welt zu zerstören, können wir nicht arbeiten. Deshalb haben wir uns einen neuen Lieferanten und einen neuen Cook gesucht. Bring dieser Gutschein zu Belby Blitzknips im hinteren Teil des Braufestlagers. Sie kümmert sich außerdem um alle sonstigen Braufestgeschäfte, die während der Festtage anstehen. Cool. Taschenplatz frei machen. Okay. Wartet mal. Sortieren. Den Hammer müssen wir mal verkaufen. Hin und zurück. Ihr wollt also beim Braufest aushelfen? Ich habe die perfekte Aufgabe für euch. Ich werde euch auf einem meiner Rennräder setzen und nach Karanos reiten lassen. Es gibt da ein paar Fesseln, die ich abholen muss. Flynn Feuerbräu wartet auf einen Hügel neben einem Stapel mit Fässchen. Sobald ihr nahe genug seid, wird er euch ein Fässchen zuwerfen, dann eilt ihr wieder hierher zurück und werft es Paul Benru zu. Ihr könnt immer nur ein Fässchen gleichzeitig tragen. Seid ihr bereit? Bleibt sauber. Warte mal, können wir noch was annehmen? Was geht euch durch den Kopf? Seid auf der Hut. Warte mal. Warte mal, wir müssen da hingehen? Hallo. Okay, das geht ja von der Quest. Hier, was ist denn mit? Hallo? Was kann ich für euch tun? Was geht euch durch den Kopf? Hallo? Jetzt, was ist denn los? Hä? Ach, ich komme da gerade gar nicht, überhaupt gar nicht klar. Boah, ich komm gerade nicht klar. Sorry, aber nee. Was muss ich denn? Ich verstehe das nicht. Warum kann ich den nicht anklicken? Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ja, dann wirf doch eins her hier. Oh, ich hab ehrlich gesagt keine Lust mehr auf diesen Quatsch hier. Oh, wartet mal, was ist das denn? Das Problem ist. Nein, ich will ja auch einfach nur ein scheiß Fass haben.
So, dann bleiben wir mal kurz hier stehen. Das ist hart. Das ist richtig hart gerade. Man kann auch nichts anderes machen. So, ja. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß es wirklich nicht. Ich will ja einfach nur ein Fass haben. Einfach nur... Hallo? Wie geht's? Oh, ich könnte wieder ausrasten hier. Ich könnte... Ich bin ganz Ohr. Oh, warte mal. Beine wäre ich... Ganz ehrlich. Kann ich absteigen? Kann ich hier irgendwie absteigen oder so? Kann ich hier irgendwie was machen? So, wir rennen mal einfach mal so, wie die das machen. Oh. Hallo? Hä? Leute, also ich würde sagen, es ist schade, aber... Was geht euch durch den Kopf? Gut, ganz ehrlich, oh, das ist echt blöd. Gut, okay, sehr schön. Dann haben wir die Quest jetzt endlich weg, gut. Pui, 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 pui. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier falsch gemacht habe, aber ist mir im Prinzip auch Wurst. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir haben noch, haben wir nicht hier... Genau, hier war eine Quest, die wir fertig haben. Das tut mir leid, aber das habe ich nicht verstanden, wie das geht. Muss ich mir nochmal durchlesen. Großartig. Ich kann es kaum erwarten, Sie in einigen meiner Rezepte auszuprobieren. Ich glaube, an ein bestimmtes würde es wunderbar hineinpassen. Fort mit euch. Sehr gut. Haben wir noch eine Quest da hinten? Genau, sehr schön. Und dann würde ich sagen, reicht das auch erstmal. So, Hauptmann Taran. Wir sollten in der Lage sein, unsere Bemühungen auf den Rest der Trolle im Osten zu konzentrieren. Aber es gibt immer noch das Problem mit dem Wendigos im Graufelsbau. So, erlegen. So, nehmen wir mal an. Und zu sehen, verdammt. Nehmen wir auch mal einfach mal an. Machen im Osten Ärger. Und die Wendigos spüren unsere Schwäche und werden mit ihrem Überfall immer dreister. Nur einer von vier. Bleibt auf dem Boden. So, egal. Gute Lieben. Ich würde sagen, das war's denn fürs erste Mal. Was ist das denn? Greifenmeister. Euer momentaner Stand ist grün markiert. Ihr könnt euch... Ihr seid hier. Bleibt sauber. Aha. Cool. Ja gut, okay. Also, ihr Lieben, ich würde sagen, das war's denn erstmal und ich würde hoffe mal, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich sag mal, ich eventuell nehme ich heute mal auf, ansonsten morgen. Mal gucken. Und ja, wir sind auf jeden Fall Level 6, haben schon ein gutes Stück erreicht an den Erfahrungspunkten und ja. Also, ja, ich denke mal, beim nächsten Mal werden wir auch gestohlene Vorräte, hin und zurück irgendwie hinkriegen. Muss ich nochmal durchlesen, wie das war. Ich hab's nicht hingekriegt, ihr habt's ja mitbekommen. Und ja, gut. Mach's gut, bis zum nächsten Mal, euer Sibby. Ja, hallo Leute, hier ist wieder der Sibby. Und was ist denn mit Interface los? Also ich muss sagen, die Grafik sieht wunderschön aus, wenn man sich die Landschaft anguckt. Und dann, ach, ein Adler am Himmel und dann der schöne Sonnenuntergang. Aber Interface geht wieder an. So, ja, ich wollte eigentlich einen Endcard machen, also sprich, immer zum Ende eines Parts, so, ja, vielen Dank an was auch immer. Aber... Ja, hab mich doch anders dazu entschlossen, es nicht zu machen. Gut. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich heute nochmal aufnehmen werde, aber irgendwie hatte ich doch Lust gehabt. Ich habe zwar mein Hauptprojekt Fiesta Online halt gespielt und habe auch zwei Parts eigentlich runtergerendert von World of Warcraft. Das Problem war, beim einen Part war es super, beim zweiten Part war es auch ganz gut. Da habe ich gesehen, den End...
Kars Part, also dieses eine, nein, das eine Ding halt, habe ich leider übergelappt. Also hat man das kurz halt gesehen und das ist natürlich blöd. Das ist nicht die Qualität, die ich gerne euch zeigen möchte. Von daher, ja, muss ich das Ganze nochmal rendern. Ich bin mal gespannt, wann das Ganze rauskommen wird, weil so viel Speicher habe ich nun nicht mehr auf der SSD. Ich warte mal, ich komme mal den Ton ein bisschen leiser auf den Headsets. Und Pummelqualle ist ein Priester dran. Ja, gut. Was machen wir denn heute? Wenn die Go töten? Das mache ich definitiv. Da habe ich überhaupt keine Lust. Naja, da ist auch eine Zeitangabe. Ich finde das total blöd. Stufe 113, naja. Das ist hoffentlich doch optional und ich hoffe mal, so schlimm ist es nicht, dass ich es jetzt nicht gemacht habe, ne. So, ja. Gut, mir ist auch vorhin aufgefallen, wo ich das Spiel gestartet habe, dass... Warte mal, da war doch was. Ohne Momento, ohne Momento. Was ist das denn? Ein Apfelkübel? Nichts kann man damit machen. Ja, dass es zum Laden echt relativ lange braucht. Das Problem ist, ich habe es ja am Anfang erwähnt beim ersten Part, die Dings. Ich habe das Spiel nicht auf der SSD installiert, weil ich da nicht genug Speicher drauf. Ich habe leider nur so eine relativ kleine. Ich meine, reicht für ein paar Spiele, reicht es auch vollkommen, aber natürlich könnten mehr sein, aber ich hatte leider nicht die Gelegenheit, eine Größe zu haben, weil ich das Ganze auf dem Laptop spiele und naja. Auf dem Laptop läuft es aber allerdings sehr gut, wie ich finde. Da hinten ist was, wie ich finde. Ach genau, Gas wird bellen. Fehlt euren Krug und zieht einen Stuhl heran. Wir haben Geschichte zu erzählen und zu lehren. Lieferung für Karanus. Karanus. Seid willkommen, Besucher. Habt ihr dieses Gasthaus betreten, weil ihr euch ausruhen wollt oder weil ihr einen neuen Geruhestand benötigt? Probefässer weiter. Erfrischende Quellwasser. Das nehme ich gerne mit. Die sehen vielversprechend aus. Ich habe viel Gutes über die Brauerei kurz, aber deftig gehört. Aber ihr Bier konnte ich bisher nicht probieren. Entspannt euch ein wenig, solange ich hier wenn ihr seid. Wenn ihr einen Ersatzruhestein braucht oder Karanus zu euren Heimat machen wollt, sprecht mich an. Ich helfe euch gerne, Kaspenden. So, Problem ist, wir haben keinen Inventarplatz mehr. Das ist sehr schade. Das haben wir. Gutschein. Kräuterbefleckte Dingsens haben wir. Sehr gut. Beutel. Mega nervig. Haben wir noch irgendwas? Das können wir noch verkaufen. Und das Fleisch eigentlich auch. So. Achso. Ich möchte diesen Gast... Yes. Sehr schön. Und was haben wir jetzt? Ich habe die besten Waren im Land. So, haben wir das fertig. Gut. Was machen wir jetzt? Wir brauchen das noch. Wo ist denn jetzt die 1? Warte mal, das ist doch... Warte mal, was ist das? Achso, alle öffnen. Okay. Warte mal, hier muss doch irgendwie ein Fass rumlungern. Meine ich? Oder ist das hier drinne? Es muss ja eigentlich hier drinne sein. Gut, geh nur mal rein. Ja, es gehört auch dazu, mal zu suchen. Vielleicht ist es ja auch... Oh, was ist denn? Ein Buch. Hab ja gar keinen Bock drauf. Sorry, aber nee. Gut, die können wir nachher bestimmt ansprechen. Und hier muss es ja irgendwie ein Fass sein zum... Ah, Kochkunstlehrer. Was geht euch durch den Kopf? Ehrenlehrlinge. Ich sehe viele junge Zwerge vor meiner Tür, die begierig sind, die Kochkunst zu erlernen. Und wenn ein Koch eines mehr als alles andere braucht, dann ist das ein Beil. So, Man sieht sie. So. Das kann ja nicht sein. Aber das muss hier sein. Das muss definitiv hier sein, weil... Man kennt es ja auf der Minimap. Dann müssen wir mal hier lang gehen. Oh, was ist das? Ach, benötigt Stufe 10. Okay. Das muss ja irgendwo... Hä? Ein Apfelkübel? Das ist komisch, dass ich das gerade nicht finde. Es nervt auch, also ich finde das echt blöd, aber gut, egal. Wir haben hier nichts. Dann gehen wir mal... Hier hatten wir noch eine Quest offen, oder nicht?